In der Wasserpfeife dampft Kokostabak, Rapmusik, ein netter Computerchat. Ganz anders als vor einem halben Jahr, als die Polizei vor der Tür stand. Aus dem netten 16-Jährigen, dem Champion aus dem Fußballverein, war ein Krimineller geworden. Also, ich bin Olli B. Und ich bin erwischt worden beim Taggen halt. Das war schlimm. Lumi, pass mal auf. Ich bin heute mit dem linken Fuß aufgestanden. Wäre ich nur im Bett geblieben und hätte ein Buch aufgeschlagen. Hätte mir vielleicht ein Fencheltee gekocht, eine Pizza bestellt, ein Porno mit Laura Phoenix geliehen und gewichst bis um 11. Aber nee, Olli brauchte Action. Indiana Jones ist ein Scheiß dagegen. Also Marabus in den Rucksack und auf die Gleise gehen. Was ist mit meiner Hand? Ich hab nur 10 Bier getrunken. Okay, ich bin stockbesoffen, Zug gekippt, verwirrt im Dunkeln. Das Jahr sieht irgendwie komisch aus, stimmt, es weht das Gleis. Und überall stehen kleine Züge in grün, beige gestreift. Jeder hat Zahlen auf dem Dach, ich klecke und rühre. Verdammte Scheiße, mein Zug hat schon einen Tag auf der Tür. Der Name ist Paul, ach, ich kross und wichse und mach ein Window down und bin mit blau und in Fotzen Silber. Ich fühl mich wie Bomber, das neue Warhol, Andy Wunder. Jetzt noch schnell Kunde taggen, Aufträge die Handynummer. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal die Dosen direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, Fame werden, klickeri-klick. Wie FBI, Gott hat's beste Freunde, Stick-Up-Kick. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal die Dosen direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, Fame werden, klickeri-klick. Wie FBI, Gott hat's beste Freunde, Stick-Up-Kick. Der Schaffner kam um die Ecke, wollte den Mann stellen. Seit wann haben Schaffner grüne Uniformen und Handschellen? Er wollte zu mir nach Haus und lass mir meine Rechte vor. Ich sagte, ey, das geht nicht, und kotzte ihm in sein rechtes Ohr. Irgendwie war er ein cooler Typ und kein schlimmer Mensch. Er nahm mich mit zu ihm und ich konnte auch in seinem Zimmer pennen. Er hat sogar abgeschlossen, damit mich keiner weckt. Okay, es war scheiße eingerichtet, es gab nur kleines Bett. Nach paar Minuten kam er in den Raum mit einer Spritze und ein paar Kumpels. Einer davon hatte einen weißen Kittel. Er wollte Blut abnehmen. Er war so ein guter Freund. Wahrscheinlich machte er sich Sorgen, ob es mir gut ergeht. Sie erklärten mir, dass es draußen keine Züge sind. Ich wär nicht bei einem Kumpel und dass es hier auch kein Frühstück gibt. Ich lieb Graffiti, ich lieb Throw-Ups und Tags. Aber auf diesen Tag entschied ich mich kein Graffiti, nur Rap. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal die Dosen direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, Fame werden, klickeri-klick. Wie FBI, Gott hat's beste Freunde, Stick-Up-Kick. Ich war jung und ein Toy mit der Skimaske auf. Vom Regal die Dosen direkt in den Sack und dann raus. Ich wollte groß werden, Fame werden, klickeri-klick. Wie FBI, Gott hat's beste Freunde, Stick-Up-Kick.